Der Bundestrainer, liebe Zuschauer, ist bei uns. Es hat ein bisschen gedauert, weil er durch die deutschen Zuschauer hier durch musste. Berti Vogts, wie war denn die Reaktion der Leute jetzt, so auf dem Weg hierher? Ja, die Leute waren froh, genau wie die Mannschaft auch und wir Trainer, dass wir dieses Spiel noch gewonnen haben. Wir haben leichtfertig dem Gegner zu Chancen eingeladen und auch der letzte Elfmeter, ein 3 oder 4-1, wäre ein gerechtes Resultat gewesen, aber was zählt, sind 3 Punkte und die sind wichtig, wenn man die Tabellensituation sich in der Gruppe anschaut. Ja. Trotzdem müssen wir auch über die ersten 60, 70 Minuten sprechen. Da hat es auch Aufhören-Sprechchöre gegeben. Auch beim Tor von Ulf Kirsten, beim ersten, waren Sie versteinert an der Außenlinie gestanden. Sie konnten mit dem Spiel nicht zufrieden sein, nachdem Sie am Montag mit der Mannschaft über die erste Halbzeit von Israel gesprochen hatten und am Dienstag den Eindruck hatten, die haben kapiert, worum es geht. Ich glaube auch, dass die Mannschaft das kapiert hat. Denn vor allen Dingen, wie sie auch trainiert haben und wie sie nachher, nach dem 0-1, es wäre vielleicht besser gewesen für unsere Mannschaft, für unser Spiel, wenn Albanien früher in Führung geht. Aber da hat man gesehen, wie stark diese Mannschaft ist und sind Fehler gemacht worden. Aber dass es gang und gäbe gegen so einen Gegner, ja. Wollen wir uns mal die Tore auf jeden Fall anschauen, die alle in der zweiten Halbzeit gefallen sind. Das erste in der 61. Minute. Wenn Sie vielleicht mal was sagen, aus Ihrer Sicht war es ein Elfer. Also wir waren unentschieden in der Bewertung. Ja, was sagt der Bundestrainer? Ich äußere mich hier gerade zu diesem Schiedsrichter nicht. Und er hat gepfiffen und wir haben das zu akzeptieren. Ja. Aber man sah an die Reaktion des Spielers, dass er schon sehr euphorisch war. Ja. Also das war die Führung für die Albaner, die hätte ja schon in der ersten Halbzeit stattfinden können. Und haben Sie gesagt, das wäre für die Mannschaft vielleicht gut gewesen. In der zweiten Halbzeit hat es auch so ausgesehen, dass es gut war, denn schon eine Minute später oder zwei in der 63. Minute, da merkte man dann plötzlich, dass die Mannschaft aufgewacht war, vorher doch eher schlummernd. Eine der wenigen Szenen von Andi Möller in diesem Spiel. Das sagt ja nichts dazu. Ich schaue mir die Bilder an, ich weiß nicht was. Okay. Schauen wir uns das Tor an. Das war aus einer Standardsituation. Spielerisch hat eine Stunde lang fast nichts geklappt. Ne? Ja, man muss wissen, gegen Albanien kann man nicht glänzen. Man sieht ja die Resultate der letzten Jahre an, wie jede deutsche Mannschaft sich schwergetan hat gegen Albanien. Das fing 1967 an. Dort hat man 0-0 gespielt gegen Albanien. Das muss man wissen. Und was halt. Man kann die Mannschaft und die Spieler noch so sehr warnen. Man sieht am Anfang, wenn man durch die Schnelligkeit kommt, man vorbei und dann fällt kein frühes Tor. Dann macht man einen Fehler oder man macht den zweiten Fehler und dann macht man den Gegner stark. Der Gegner kriegt dann Selbstvertrauen und es wäre vielleicht besser gewesen, wie gesagt, am Anfang schon, sie wären früher in Führung gegangen. Man spricht vom Trainer vom glücklichen Händchen, wenn er jemanden einwechselt, der macht gleich ein Tor. Nur hat der Ulf Kirsten gleich alle 3 gemacht. Wann haben Sie denn so dran gedacht, ein Spiel auszutauschen? Ja, Ulf hat im Training auch einen guten Eindruck hinterlassen, auch vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, als er in Israel ins Spiel kam. Er ist wieder ein sehr aggressiver Spieler, der durch seine schnellen Bewegungen am Boden ganz gute Aktionen nach vorne hat. Und Ulf lebt im Moment so von einem Selbstvertrauen, deshalb habe ich mich für ihn da auch entschieden. Er hat noch eins gemacht, er hat ja alle 3 gemacht. Das zweite war dann in der 80. Minute. Obwohl, ich habe hier jetzt auch eine gute Aktion wieder von Andreas Möller gesehen, das sollte man auch sagen. Und da steht er richtig, er hat den Riecher, Sie sagen es, wenn es ein Torjäger läuft, bei Bayer Leverkusen läuft es gerade. Aber wichtig, auch wenn man sagt, spielerisch nicht, man muss ja jetzt auch wie dieses Spiel heraus, dieses Tor herausgespielt worden ist. Ja, eine herrliche Flanke von Christian Ziege, Spielverlager von Andreas Möller. Der Rainer Bonhoff hat in der Halbzeit gesagt, das war das Gespräch in der Halbzeit, dass man mehr über die Flügel kommen muss, nur so kann man die Albaner knacken. Das war das Beispiel dafür, Christian Ziege von links. Ja, wir hatten viele Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit, vor allen Dingen auch über die rechte Seite, mit Jörg Heinrich. Und das war okay, die letzten 30 Minuten. Wir wollten gewinnen, wir wollten 3 Punkte, die haben wir. Und jetzt volle Konzentration gegen die Ukraine. Wir konzentrieren uns noch auf das dritte Tor von Ulf Kirsten, wollen wir nicht unterschlagen, in der 84. Minute. Wieder Christian Ziege. Und auch da der Riecher des Torjägers, Jürgen Klinsmann, im Pech, so wie bei Bayern gerade vielleicht auch ein bisschen. Und bei euch ja, das sehe ich ein bisschen anders als bei Bayern. Jürgen hat hier Chancen, Jürgen bewegt sich hier viel besser. Und Jürgen leidet natürlich unter der Situation beim FC Bayern München. Das muss man ja auch einmal sagen.
Jetzt kommt auch Matthias Sammer, das wird noch ein bisschen dauern, bis er das Mikrofon angesteckt bekommt. Deswegen können wir uns noch das 2:3 anschauen. Das war dann in der 90. und in der letzten Minute. Also die Gefahr war dann im Prinzip vorbei. Auch der Elfmeter, Fußballexperten zu Hause werden schon diskutiert haben, ob man den geben muss oder nicht. Der kleine Wosch rempelt da den besten Albaner um und der Schiri hat gepfiffen. Dann war es eben drin. Es war ein ungewöhnliches Ergebnis gegen Albanien. So viele Tore wurden geschossen, gleich 5 an der Zahl, 2 davon von den Albanern. Kommen wir nochmal, ich muss das tun, auf diese erste Stunde zurück und auf Ihre Position außen an der Außenlinie. Was haben Sie da gedacht? Haben Sie gezweifelt, ob es überhaupt noch gut gehen kann heute? Ich habe nie das Vertrauen zur Mannschaft verloren, denn wir haben vielleicht hier und da im Zweikampfverhalten haben wir nicht aggressiv genug den Gegner gestört. Und das ist für unsere Mannschaft unheimlich schwierig, hier so einen Gegner zu spielen. Wobei die Albaner die Situation in ihrem Lande ja ganz anders beurteilen als meine Spieler. Das spricht für den Charakter unserer Mannschaft. Und wir waren zu weit weggestanden, auch im Mittelfeld. Deshalb haben unsere Abwehrspieler da schon gewisse Probleme gehabt. Aber die nötige Aggressivität im Mittelfeld wie auch der Defensive hat halt gefehlt. Und erst nachdem das 1:0 gefallen ist, sind die Spieler wirklich an die Grenze gegangen und da hat sie Klasse gezeigt. Matthias Sammer, wie haben die Spieler darüber gedacht? Viel wurde vorher diskutiert darüber, ob so ein Spiel zu diesem Zeitpunkt bei den politischen Unruhen in Albanien überhaupt Sinn macht. Und die Spieler haben darüber auch miteinander gesprochen. Kann man sowas wegstecken, wenn man einläuft? Das ist jetzt schwer zu beantworten. Also grundsätzlich kann man mit dem Spiel nicht zufrieden sein. Und das möchte ich mal ein bisschen trennen jetzt. Also wir haben A, darüber diskutiert, aber B, nicht deshalb schlecht gespielt, weil wir auch darüber diskutiert haben. Also das will ich erst mal klar versuchen zu trennen. Man bekommt das mit, was da passiert. Aber das hat jetzt mit unserer spielerischen Leistung, glaube ich, nichts zu tun. Matthias Sammer hat sich lange hinten gehalten. Er ist dann gleich ins Mittelfeld, hat angekurbelt. Eine Stunde lang lief im Prinzip nicht sehr viel zusammen. Es gab unheimlich viele Fehlpässe. Es war auch ein langsamer Aufbau, muss man sagen. Und dann ist dem Matthias Sammer irgendwann mal der Kragen geplatzt, als von Andi Möller den Ball nicht richtig zurückkam. Schauen wir uns das mal an. Und sagen Sie einfach mal selbst was, wie auch diese Reaktion, da kommt er doch nicht zurück. Jetzt muss ich mir wirklich etwas sagen. Ja. Ich weiß ja, man will hier wieder einen Krach inszenieren mit Möller und Matthias Sammer. Inszenieren muss wir in aller Deutlichkeit nicht. Jetzt hier einmal sagen, das war ein klares Foul an Matthias Sammer. Und deshalb hat Matthias Sammer sich dagegen ausgesprochen, weil der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hat. Und das muss man sehen. Nicht, weil er vom Andreas Möller den Ball bekommen hat. Das muss ich hier in dieser Deutlichkeit, in dieser Offenheit wirklich einmal sagen. Das ist eine Verwechslung gewesen. Also, ich habe zwar in die Richtung geschaut, aber mehr ein bisschen verwundert. Ich auf den Schiedsrichter schauen, der hält klar fest. Faul und das muss man halt pfeifen. Und ihr vermutet halt, dass der Andi dahinter steht. Ja, genau, weil der Andi auch da stand. So. Ist ja kein Problem, wir klären die Dinge da alle auf. Bitte bei der Wahrheit bleiben. Ja, nur dafür sind wir, dafür ist aber da, das haben wir jetzt aufgeklärt. Es sah ganz, also das haben wir ja nicht interpretiert, das sah hier in der Einstellung so aus. Ja, ist doch gut, dass Sie es da angesprochen haben. Wir klären es ja auch. Fertig. Okay, Matthias. Heute hat in Deutschland ein Interview für großen Wirbel gesorgt, in einer großen deutschen Tageszeitung, in dem Sie sagen, die Streitereien, die Verhältnisse beim FC Bayern München schaden dem deutschen Fußball. Haben Sie sich aufgerufen gefühlt dazu? Nein. Ich habe auch mit Uli Hoeneß heute schon telefoniert, heute Mittag, und habe auch mit denjenigen schon gesprochen, die das geschrieben haben. Und ich will, um Gottes Willen, mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, die Journalisten wieder machen alles falsch. Das war ein klassisches Missverständnis, weil ich eigentlich in der Situation versuchen wollte, den Bayern zu helfen, weil ich gesagt habe, das bringt es nicht, wenn wir uns gegenseitig überbieten, egal ob jetzt die Sportler oder die Journalisten, den FC Bayern in die Pfanne zu hauen, dann wird es eine Frage der Glaubwürdigkeit und dann schadet das auch dem deutschen Fußball. Ich habe lediglich versucht, darauf hinzuweisen und zu sagen, dass wir einfach mal die Bayern auch mal ein bisschen in Ruhe lassen sollten. Ich wollte eigentlich helfen, kam jetzt das Gegenteil rüber. Ich gehe auch nicht auf die Journalisten los, werde auch in Zukunft Interviews geben, aber das war das klassische Missverständnis. Okay, ist dies auch aufgeklärt? Das mit Andi Möller haben wir hier auch aufgeklärt, weil es von der Bildauflösung einfach so aussehen musste, muss man auch mal sagen. Ja, auch wir wollen das nicht hineininterpretieren. Für die ARD, dass man das wirklich so auch sagen kann. Der Bundestrainer hat ein klassisches Schlusswort gesprochen, aber auch noch eins zur Tabelle. Das sieht trotzdem nicht ganz so optimistisch aus. Die Ukraine mit dem Sieg heute mit 2:1 marschiert da vorne weg. Sie haben immer gesagt, Portugal ist unser
schärfster Gegner oder der, den wir am meisten fürchten müssen? Nein, ich habe gesagt, wir haben eine der schwersten Gruppen. Und die Ukraine ist uns bekannt. Die frühere Mannschaft Dynamo Kiew war jahrelang im Europapokal eine dominierende Mannschaft. Wir wussten schon, was uns erwartet. Und Portugal ist eine spielerisch sehr, sehr starke Mannschaft. Und wir freuen uns jetzt auf Bremen. Wir freuen uns auf die Ukraine. Da braucht es sicherlich in der ersten Stunde eine bessere Leistung. Ich glaube, das ist kein Missverständnis. Darauf können wir uns auch einigen. Ich bedanke mich Berti Vogts und bedanke mich Matthias Sammer. Liebe Zuschauer, es gab heute eine ganze Reihe von Weltmeisterschaft-Qualifikationsspielen. Zum Beispiel in der Gruppe 7, da empfing die Türkei als Tabellenvierte die Holländer als Tabellenerster und die konnten da schon ziemlich alles klar machen. Ob sie den Sack auch zugeschnürt haben, wie man beim Fußball so sagt, sagt Ihnen Steffen Ohnemüller. Mustafa Denizli, der türkische Trainer, hatte sich im Vorfeld dieser Partie weit aus dem Fenster gelehnt. Zu Hause können wir jeden schlagen, ließ er verlauten. Nun, Guus Hiddink, Bondscoach der Holländer, wird das nicht aus der Ruhe bringen. Aus seiner Wunschformation fehlte lediglich Stürmerstar Dennis Bergkamp, der aufgrund seiner Flugangst nicht mit nach Bursa gereist war. Die Türken ganz in Weiß, von rechts nach links. Aber die ersten Akzente setzten die Gäste aus den Niederlanden. Patrick Kluivert prüft Rüstü im Tor der Türken nach 10 Minuten. Kluivert, der Ajax-Stürmer. Und dieser Auftakt ergab den Gästen Sicherheit. Jörg Stam, Ronald de Boer, seine Flanke und in der Mitte Clarence Seedorf. Einen halben Kopf zu klein. Die Anfangsphase gehörte der Elf aus den Niederlanden, die eine Art Ziehharmonika-System spielten. Blitzschnell nach vorne und blitzschnell wieder zurück, während die Türken sich meist schon im Mittelfeld mit viel Klein-Kleinspiel verzettelten. Wieder die Holländer. Patrick Kluivert. Immer noch Kluivert. Und er macht's allein. Gute Aktion von Kluivert. Nur beim Abschluss passte es noch nicht ganz. Es dauerte 40 Minuten, ehe die Türken ihren ersten guten Angriff vortrugen, nach dem Motto, wenn es im Mittelfeld nicht läuft, dann eben direkt über den Torwart Rüstü auf Hakan und Taifur im Nachschuss. Noch zu wenig, um Edwin van der Sar vor ernsthafte Probleme zu stellen. Aber so kurz vor der Pause wurden die Gastgeber nun mutiger, trauten sich etwas zu und gewannen Zweikämpfe. Hakan, Chili. Van der Sar rechtzeitig auf Tauchstation. Es war kein gutes Spiel, aber es war spannend. 0-0.